Manchmal kann es passieren, dass die Party nicht nach Plan verläuft und es langweilig wird. Scheint so, als hätten wir genau diese Situation auch hier. Diese Unterhaltung kommt nicht in Gang, die Musik ist nicht gut und niemand hat Spaß. Vielleicht kann das jemand ändern. Wo geht er hin? Er geht wahrscheinlich nach Hause. Was hat Stanley da? Schlichtes Weiß ist zu langweilig. Lasst uns ein paar schöne, aufregende Farben zu dieser Party hinzufügen. Okay, probieren wir es aus. Farbpulver ist immer aufregend und es sieht vor dem weißen Hintergrund super aus. Sieht so aus, als ob jeder mitmacht und jeder Spaß hat. Ich frag mich, was noch in dieser lustigen Mystery Box ist. Hier, Karten. Wow! Wofür sind die? Für eine Farbchallenge. Wow, cool. Lasst uns spielen. Fang an! Nimm eine Karte, Martin. Die Aufgabe besteht darin, Geld rot anzumalen. Oh nein, alles nur nicht das. Du wolltest spielen. Komm schon, wir warten. Es ist schwer, sich vom letzten Schein zu verabschieden. So sind die Regeln und die Challenge muss weitergehen. Martin weint, aber nicht wegen des Geldes. Molly schneidet nur Zwiebeln. Die Freunde haben viel Spaß. Sie können die nächste Aufgabe kaum erwarten. Ein rosa Pool? Das wird schwer. Wie wird Stanley das schaffen? Ich glaube, ich hab's. Ich leih mir den aufblasbaren Pool meines Bruders aus. Das war genial. Vielleicht mache ich das sogar nochmal. Cindy, wach auf! Jetzt bist du dran. Es sind nur noch ein paar Karten übrig. Dreh! Blaue Flamme. Ha! Viel Glück! Was für eine tolle Challenge! Aber Cindy ist kreativ. Nur ein wenig Farbpulver und das Feuer wird blau. Leute, seht mal, was ich gemacht habe. Hier für euch. Das ist für dich. Und das ist für dich. Und das ist für mich. Stanley ist zu allem bereit. Was wird er bekommen? Die Wiese violett zu färben ist ziemlich aufwendig. Gut, dass Sommerferien sind und wir viel Freizeit haben. Stanley macht das super. Das nenne ich mal echtes Handwerk. Aber nicht einschlafen. Die violette Wiese ist, naja, sagen wir mal fertig. Gut gemacht. Martin hat wieder rot. Wie macht er das bloß immer wieder? Die Zähne rot färben? Ah, diese Aufgaben sind brutal. Ich habe mir letzte Woche erst die Zähne aufhellen lassen. Ich hätte zu dieser Challenge nicht Ja sagen sollen. Wer ist da? Martin hat völlig vergessen, dass er eine Pizza bestellt hat. Ah, Vampire! Hey, wo gehst du hin? Danke für die Pizza! Stanley, du bist der Nächste. Komm schon, ich war doch gerade dran. Aber jetzt bist du wieder dran. Okay, gut. Funkelnde Augenbrauen werden dir sicherlich gut stehen. Na los, hol den Glitzer. Dieses Spiel ist blöd. Ich werde komisch aussehen. Na los, noch mehr. Wie ist es? Du strahlst wie ein Diamant. Bist du jetzt zufrieden? Martin hat wieder rot. Niemand ist mehr überrascht. Ein roter Himmel?
Das ist so einfach. Ich kann es mit einem Handgriff machen. Aber wie? Voila, und der Himmel ist rot. Und, was denkt ihr? Dieses Mal bekommt Molly eine rosa Pizza. Wird sie es schaffen? Es ist wichtig, ganz viel rosa Lebensmittelfarbe in den Teig zu geben. So sollte es eigentlich funktionieren. Der Teig ist fertig. Bald werde ich die Pizza servieren können. Oh, genial! Du hast es geschafft! Lasst es euch schmecken! Sieht toll aus! Du zuerst! Köstlich! Du bist ganz rosa. Was? Siehst du das? Wieso das? Warum seht ihr mich so an? Was ist denn? Nur keine Panik. Hier, trink etwas Wasser. Warum probiert ihr nicht? Sie ist gut. Probiert mal. Hör auf, das reicht. Lasst uns weiterspielen. Komm, Cindy, du bist dran. Dreh und halt das Spiel nicht auf. Sie hat grünen Zucker. Ha, mal sehen, wie du das machst. Cindy denkt über den Tellerrand hinaus und hat Wasabi im Kühlschrank gefunden. Das ist genau das, was sie gebraucht hat. Uah, das riecht ja übel. Cindy meistert die Aufgabe mit Leichtigkeit. Sie macht sogar etwas Tee für den Zucker. Leute, ich habe Tee für euch gemacht. Hier, bitte. Oh, danke. Und ich? Molly, du solltest besser nicht den Tee trinken. Grüner Tee, mein Favorit. Yeah. Ist das eklig. Yeah. Wasser, ich brauche Wasser. Lasst uns unsere Challenge fortsetzen. Und los. Sieht so aus, als hätte sich Martin eine Möglichkeit ausgedacht, diese Aufgabe zu bewältigen. Er hat alles, was er braucht, um eine graue Kamera zu bauen. Noch etwas hiervon. Schneiden. Schweißen. Und fertig. Nur noch etwas einstellen. Es funktioniert. Das ist cool. Stein, Papier, Schere. 1, 2, 3. Leute, ich bin fertig. Seht mal, was ich hab. Wow, mach ein Foto von uns. Molly und Stanley waren so glücklich, als sie posierten, aber die Kamera ließ die Bilder ganz traurig aussehen. Diese Bilder sind ja seltsam. Egal, lasst uns weiterspielen. Komm schon, Molly, du bist dran. Ich bin so nervös. Meine Haare blau färben? Niemals. Auf keinen Fall. Komm schon, du schaffst das. Du wirst wunderschön aussehen, wie eine Meerjungfrau. Schön, warte hier. Ha, sie hat nachgegeben. Das hätte ich nie gedacht. Erinnerst du dich an letztes Jahr? Da waren zwei Leute mit blauen Haaren am Strand. Ja, die waren richtig lang. Das dauerte echt lange. Ich bin wieder da. Warum sind deine Haare nicht blau? Du hast nichts verändert. Wo sind die blauen Haare? Überraschung. Wow, das ist ja unglaublich. Wie bist du darauf gekommen? Hat euch unsere lustige Farbchallenge gefallen? Schreibt uns, was ihr am besten fandet. Die rosa Pizza, die violette Wiese oder vielleicht die funkelnden Augenbrauen? Abonniert uns und klickt auf die Glocke.
verpasst kein Video mehr von Woohoo Warmotion.